willkommen zur 24. Apps4All-Ausgabe. In dieser Ausgabe werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach das, was auf eurem iPod oder iPhone-Bildschirm passiert, auf euren Mac-Bildschirm zaubert. Und damit fangen wir gleich mal an. Los geht's! Wenn ihr das Ganze jetzt realisieren wollt, braucht ihr erstmal zwei Programme. Eins auf dem Mac und eins auf dem iPod. Das Programm auf dem Mac nennt sich DemoGod. Das seht ihr hier, das ist hier blau markiert. Einfach DemoGod, also Gott wie Gott. Und auf dem iPod oder iPhone braucht ihr aus Cydia ein anderes Programm. Und das nennt sich Screen Splitter. Und das bekommt ihr in Cydia, weil dazu braucht man ein gejailbreaktes Gerät. Und jetzt ist es ganz wichtig, damit das Ganze klappt, muss euer iPod und euer Mac im gleichen WLAN-Netz eingebunden sein. Oder ihr benutzt einfach den WLAN-Verbindungstrick, den ich auch schon in Folge 17 über die AirMouse-App gezeigt habe, indem ihr einfach hier oben über das Wi-Fi-Symbol hier ein Netzwerk anlegt, mit dem sich dann euer iPod verbindet. Aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Und ich denke, ich zeige euch das einfach. Jetzt haben wir hier natürlich auf dem iPod schon die Screensplitter-App installiert. Und ich öffne die jetzt einfach mal. Und die öffnet sich so kurz, dann beendet die sich gleich wieder. Das ist eigentlich alles, was sie macht. Aber ihr habt schon gesehen, hier auf dem Mac ist iPod von Felix Barlinger erschienen. Drücken wir da mal drauf. Komm, verbinde dich. Und jetzt kommt hier eine Anfrage, wollt ihr euch mit diesem Mac wirklich verbinden? Das akzeptieren wir und ihr seht hier wunderbar mein Homebildschirm. Und was ihr auch seht, ist, dass es wirklich ruckelt. Hallo. Das ist jetzt nicht in jedem Fall wirklich schlimm, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier mal in euren iPod geht und hier ein Video abspielt, und dann ruckelt das doch schon richtig. Und apropos Video, ihr habt es vielleicht gemerkt, für Video brauchen wir Querformat. Um das Querformat zu aktivieren, drückt ihr einfach auf euer Mac Command oder bei älteren Macs Apfel und dann T. Und dann dreht sich euer iPhone auf dem Bildschirm ganz schön schnell und es ist gedreht halt. Ihr könnt es auch wieder zurückdrehen. Es geht alles ohne Probleme und halt damit rumspielen. Eigentlich ist es nur eine Spielerei, die nicht wirklich Sinn macht, vor allem auch wenn es so ruckelt. Aber nettes drauf zu haben, macht immer wieder Freude zu sehen, wie sich was beim Bildschirm bewegt, nur weil ihr auf eurem iPod was rumdrückt. Und ja, das war's von mir mit dieser Folge. Noch nicht, weil wir kommen jetzt noch zum Fazit. Also, bis zum Fazit. Bis gleich. DemoGod und Screensplitter sind eigentlich relativ sinnfrei, weil es so dolle ruckelt und einem im Prinzip überhaupt nichts bringt, weil wozu will man ein ruckelndes Bild auf seinem Mac-Display anzeigen lassen. Aber beides ist kostenlos und zum Ausprobieren ist es immer toll. Also probiert los, falls ihr Lust dazu habt. Wenn nicht, lasst es bleiben und wir sehen uns bei der nächsten Apps4All-Ausgabe. Bis dann, ciao!